Die zentrale Kustodie hat ihren Sitz im Löwengebäude, im Hauptgebäude der Universität. Es gehört mit Sicherheit zu den attraktivsten oder repräsentativsten Gebäuden der Stadthalle. Die zentrale Kustodie ist ein Schaufenster der Universität. Wir haben ein Universitätsmuseum, in dem wir 500 Jahre Universitätsgeschichte vermitteln und aus unseren über 40 wissenschaftlichen Sammlungen der Universität ausgewählte Objekte präsentieren. Wir befinden uns jetzt im historischen Sessionssaal und stehen vor dem Gelehrtenbildnis von Johann Heinrich Schulze. Er gilt als einer der letzten Universalgelehrten hier an unserer Universität. Schulze entdeckte bei chemischen Untersuchungen im Jahr 1719 die Lichtempfindlichkeit der Silbersalze. Er schuf letztlich mit seiner Grundlagenforschung die wichtige chemische Grundlage, um Licht einzufangen, um Lichtbilder, also Fotografien, herstellen zu können. Mein Name ist Dirk Schaal. Ich leite die zentrale Kustodie und das Universitätsarchiv der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.